Hallo liebe SVS-Fans und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hautnah. Ich stehe hier heute mit Diamant Lokal und Dennis Egel, die beide für unsere U19 in der Bundesliga spielen, aber auch Teil unseres Profikaders sind. Wir machen heute mit den beiden drei Challenges. Sie treten gegeneinander an. Am Ende gibt es dann einen Gewinner und einen Verlierer. Der Verlierer muss am Ende die Frage der Woche für unsere Social Media Accounts drehen. Seid ihr bereit? Ja. Dann let's go! Also unser erstes Spiel heißt Fußball-Tic-Tac-Toe. Auf einer Seite sind Vereine und auf der anderen Seite sind andere Zeichen und dann müssen wir einen Spieler finden, der zum Verein passt und zum anderen Zeichen, also die andere Kategorie reinpasst. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich kann anfangen. Fangen. Manchester United Deutschland, Bastian Schweinsteiger. So, das heißt, die erste Frage ist eine private Frage für dich. Wie erholst du dich nach einem anstrengenden, aufreibenden Spiel? Ja, also am Abend schlafe ich erstmal ganz lange, schlafe ich erstmal aus und ernähre mich dann halt dementsprechend gesund und ja, mache halt einfach an dem Tag einfach mal gar nichts, roll mich aus, gehe in die Reboots rein. So. Gut, jetzt bist du an der Reihe. Ich habe noch eine Frage. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Chelsea in Deutschland, ja, kann man auch einen ehemaligen Spieler Ja, so ja, wie ja, Schweinsteiger. Ja. Muss kein aktueller sein. Ah, okay. Oder der einmal ehemalige, also zum Beispiel jetzt Deutschland, Chelsea, jetzt Rüdiger zum Beispiel, der damals Ja, gilt, genau. ja? Ja, Okay. genau. Okay. Passt. Loggst du ein? Ja, das logge ich ein. Ja, perfekt, da haben wir doch was vorbereitet. Ich bin gespannt. Und zwar haben wir eine Frage von Livan bekommen. Kann nur. So, drück einfach dann selbst auf Play. Hi, servus, Dennis Diamant. Meine Frage an euch beide. Wer von euch hat mehr Tunnler von mir in der U19 bekommen? Ihr habt beide sehr, sehr viele von mir bekommen, aber wer hat dann noch ein oder anderen mehr bekommen? Muss ich ehrlich gestehen, dass ich das war, weil er Sturmposition spielt und ich Verteidiger bin. Aber ich habe auch genug Zweikämpfe gewonnen. Bayern Champions League, Thomas Müller. Ist auch richtig. Das ist eine Frage zu den Profis. Was sind für dich die größten Unterschiede im Training, also zwischen U19 und Profis? Es geht auf jeden Fall also mehr körperlich zur Sache. Und er ist halt viel schneller und das sind eigentlich, sage ich mal, so die größten Unterschiede. Es geht halt mehr zur Sache körperlich und ja, das Spiel ist halt einfach viel schneller. Also es ist links oben Mitte, ja? Da muss Mhm. ich. Warte, wer war damals? War damals Kanté war der damals Weltmeister? Also bei Chelsea war? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es, aber ich sag's nicht. Ich sag mal Kanté, ja. Jawohl. Wer war in der laufenden U19-Bundesliga-Saison dein bester Gegenspieler? Also jetzt in der aktuellen Ja. Saison, ja. Bester Gegenspieler. Ja, sag ich Max Mörstedt von Hoffenheim, der jetzt U17 Europameister und Weltmeister ist. Okay, nächste. Chelsea Champions League, Didier Drogba. Alter, dir. Ich bin da gar nicht so schlecht. Ich hab gedacht, ich bin da katastrophal. So, das ist auch wieder eine U19-Frage. Und zwar, ihr steht derzeit über dem Strich. Was macht dich zuversichtlich, die Leistung zu halten oder sogar auszubauen? Ja, wir sind halt eine Mannschaft, die halt sehr gut zusammenhält. Und wir haben halt eine überragende Atmosphäre bei uns in der Mannschaft, die so nicht jede Mannschaft hat. Und wir haben schon in den großen Spielen auch gezeigt, dass wir das halt immer reißen können. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir das halten, beziehungsweise sogar ausbauen werden. Gut. Dennis, du bist dran. Komm, ich gehe mal auf Risiko. Ich hoffe, dass du keinen weißt, der bei Menu und Champions League-Sieger ist. Sag ich mal Bayern, WM, Thomas Müller. Ah, hast du schon Müller Ich hab genommen? ja Thomas. Ah, okay.
Kann ich auch einen anderen Spielern geben? Ja, kann ich mal eine neue dann. Von wem konntest du dir bisher am meisten abschauen und was genau? Ja, kann man sich viel anschauen. Ich würde sagen, so einzelne Fähigkeiten von einzelnen Verteidigern. Weil zum Beispiel die Zweikampfhärte von Knipser und den Spielaufbau, also dieses mit dem Kopf vorverteidigen von Max. Ja, da gibt es viele Sachen. Auch zum Beispiel die Beidfüßigkeit von Eddie. Habe ich auch mit ihm gesprochen, wie ich meinen linken Fuß trainieren kann. Ja, ich würde sagen, so einzelne Fähigkeiten von den verschiedenen Spielern. Okay. Dia, du bist ja da drin. Manchester United, Champions League, Cristiano Ronaldo. Ich bin so dumm, ja. Ja, ich schwör's nicht. Ich hab mir schon gedacht, was machst du, aber hab leider nichts gehackt. Gut, natürlich auch noch eine Videofrage. Okay. Von Liban? Nee. Von Abo geschenkt. Und zwar. Von Abo. Nee, wir haben von Dennis Diekmeier eine Frage bekommen. So, kannst du auch gerne mal selber abspielen. So, ich habe eine Frage an den ungeschliffenen Diamanten und an Dennis. Ihr dürft ja öfters bei uns beim Training dabei sein und da habt ihr ja mittlerweile auch schon einige Eindrücke. Und da habe ich mal eine Frage dazu, gerade bei den Turnierformen. Bei wem müsst ihr eine Mannschaft sein, um das Turnier zu gewinnen? Das habe ich schon gewusst, dass er das fragt. Ja, genau. Also ich habe jede Turnierform, wo ich mit DD im Team war, immer gewonnen. Und ja, um das Turnier zu gewinnen, muss man immer mit DD im Team sein. Jawohl, okay. Gut. Haben wir schon gewonnen? Ja. Ja, die hat gewonnen, Alter. Die hat gewonnen. Würdet ihr die anderen beiden auch noch hinbekommen? Die anderen beiden. Bayern, Deutschland. Das ist genug Spieler. Boateng und ja. Manchester United, Weltmeister. Varane. Mhm. Ja. Oha, da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich denke mal Abwehr. Ja, sorry. Stark. Ja. Sehr gut. Das war Spiel 1. So, das zweite Spiel ist Sackwerfen. Dennis und ich bekommen eine Frage gestellt, eine Schätzfrage. Der, wo näher dran ist, darf werfen. Und wenn man das Loch trifft, kriegt man 3 Punkte. Liegt der Sack auf dem Brett, kriegt man 1 Punkt. 7 Durchgänge. Wer mehr Punkte hat, hat gewonnen. Die erste Schätzfrage ist, wie viele gelbe Karten hat Dennis Diekmeier in seiner Karriere gesammelt? Ab U19 bis zur Bundesliga. Wie viele gelbe Karten er gesammelt hat? Alter. Bis jetzt. Mhm. Ich sag mal 35. Safe mehr. Sagst du? 50. 50? Ja. Dennis ist näher dran, sind 73. Oha. Junge, Junge, Junge. Beide so schlecht. Wie ist jetzt 1-1, ne? 0-0. Keiner hat getroffen, das muss draufliegen. Ach so. So, zweite Schätzfrage. Wie viele Tore erzielte Ruven Hennings im Laufe seiner Karriere, inklusive U19 Bundesliga? Jetzt fange ich an, ja? Ich sag mal 150. Nein, zu wenig. Der war doch schon Torschützenkönig in der zweiten Liga mit fast 30 Toren. Ich sag einfach mal 200. Das sind 185. Ja, ich bin ja dran. Bist du näher da. Ja. Wo bin ich? Jetzt muss ich ja nur das Brett treffen, ja? Eigentlich schon. Ich wäre Risiko eingegangen, aber passt. Stark. Damit 1-0. So, Runde 3. Schweden ist das Land mit den meisten Inseln weltweit. Wie viele sind es? Wo soll ich das wissen, ja? Zwanzig? Ja, okay. Ich sag weniger, ich sage 18. Okay. Das sind 221.831. Oha! Ich bin niemals drauf gekommen. Oha. Jetzt darf ich, gell? Ja. Junge, was?
Können wir Sacke tauschen? Alter. Vierte Frage. Wie schnell wird ein Wanderfalke das schnellste Tier der Welt? Maximalgeschwindigkeit? Ja. Wie sind, wenn die im Sturz sind, sind die schneller? 300 km/h. 303? Ne, 300. 300? Glatt. 300? Ja. Boah. Ich sag so 260. Beide nicht schlecht, sind 360 km/h. Ja, hab's auch gewusst. Dennis, jetzt, du bist. Darf ich auch? Dennis darf nicht nachziehen. Okay. Ah, darf nicht nachziehen? Ja. Gut, dann Frage Nummer 5. Vom schnellsten zum größten Tier der Welt. Wie groß wird ein Blauwal? Also Länge, ja? 30 Meter. Auf jeden Fall mehr. 50 Meter. 35 Meter. Da bin ich schneller dran. Oh, zu viel. 2. Gut, Frage Nummer 6, vorletzte Frage. Wie viele Minuten stand Kleppo als aktiver Spieler auf dem Platz? Nur Pflichtspiele. Keine Ahnung. Das kann ich so schlimm, so schwer einschätzen. Ich sag mal, Alter. 20.000 Spielminuten. War Minuten oder? Minuten, ne? Ja, ja, Minuten. Ich sag 21.000. Ich geh noch eins höher. Boah. 18.000? Sind 56.900. Ah. Mal vorhin, wo die Kamera nicht lief, treffe ich. Ja. Jetzt treffe ich gar nicht. So, Frage Nummer 7. Wie viele Einwohner hat die bevölkerungsreichste Stadt der Welt? Bevölkerungsreichste Stadt der Welt. Das ist bestimmt irgendwas in China, irgendwas in Asien. Also wenn wir jetzt sagen, welche Stadt, ne? Nö, wie viele Einwohner? Nein, wie viele Einwohner? Boah. Für die Stadt gibt es noch einen extra Punkt. Keine Ahnung. Ich sag 12 okay. Millionen. Aber welche Stadt weiß ich nicht. Sag 20 Millionen und Stadt irgendwas in Asien. Ja, irgendwo in Indien da oder so. Sag Tokio. Tokio ist richtig. Ehrlich jetzt? Und es sind 35,7 Millionen. Oha, Junge. Und der hat auch Abitur. Also Dennis, ein Punkt hast du sicher. Okay. 3-2 steht. Okay. Oh. 3-3, ja. 3-3. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine weitere Frage und ein Stechen. Wir machen ein Stechen und kommen zur Entscheidungsfrage. Was war die bisher höchste auf der Erde gemessene Temperatur? Höchste? Ich weiß sogar wo. Gibt es auch einen Punkt? Das weiß ich auch. Wo? In den USA irgendwo. Nein. Doch? In der Wüste, bei Iran da irgendwo, ne? Das weiß ich. Ich sag 73 Grad. 73? Ja, das war die höchste gemessene. 73? Ja. Was sagst du? Irgendwo in der Wüste bestimmt. 65. Es ist tatsächlich eine Wüste im Iran mit 78,2 Grad Celsius. Gib ich dir die Hand drauf. Ich muss jetzt nur noch das Brett treffen, habe ich gewonnen. Jawohl. Gute Nacht. Ist fertig jetzt? Ja, gut. Ist fertig. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, 2-0. Easy. Gut, das war Spiel 2. Die nächste Challenge ist die First Touch Challenge. Der eine steht hier, wirft den Ball und der andere versucht den Ball hier im Quadrat anzunehmen. Und je nachdem, wer mehr Bälle hier im Quadrat liegen hat, hat gewonnen. Das ist ja unmöglich. Boah. Zählt der nicht? Nee, das ist draußen. Geht kaum. Keine mehr. Ach.
Warte. Jetzt. Ich habe hier noch einen. Da ist noch ein. Komm! Er ist drin. Echt tatsächlich. Stark. Sollen wir den rausnehmen? Nee, bleibt. Okay. Bleibt. Schade. Der bleibt ja nicht liegen. Nein. Boah, der letzte war aber nicht schlecht. Ja. Stark. Ja, okay, der war eigentlich raus. Ja, aber ich auch raus. Ja. Schade. Das war's. Ja. 3-0. Mal wieder. 3-0 Klatsche. Das war's von unseren Challenges hier. Am Ende war es eine klare Sache. Dia hat sich gegen Dennis 3-0 durchgesetzt. Dennis, du kannst dir schon mal die Frage der Woche überlegen. Wir gehen jetzt weiter zu Stefan. Der schaut bei unserem Partner Girls Paletten über die Schultern. Das war's von hier. Ciao. Haben wir jetzt Feierabend? Jo. Komm, tschüss. Liebe SVS-Fans, Nachhaltigkeit auch bei unseren Partnern ein wichtiges Thema. Heute bin ich zu Gast bei Girls Paletten, um gemeinsam mit der Schnepf Resolution einen kleinen Einblick in nachhaltige Produktion zu bekommen. Servus Marco. Servus Stefan. Servus Axel, hi. Hey Stefan, gut angekommen. Ich bin gut angekommen, danke. Ja, ich freue mich auf die Einblicke jetzt. Lasst uns loslegen. Hallo, ich bin der Axel von Girls Paletten. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation. Wir sind hier zusammen, Marco Schmidt von der Schnepf Resolution Planungsgesellschaft. Ja, hallo, mein Name ist Marco Schmidt von Schnepf Resolution und wir beschäftigen uns mit nachhaltiger Energieplanung für produzierende Gewerke. Unser Ziel ist es, das modernste, nachhaltigste Unternehmen zu werden. Und dabei steht mir seit langen Jahren Marco zur Seite. Wir haben uns im Vorhinein schon mit Solateuren, Energiespeicherherstellern beschäftigt und niemand hat mir Gehör geschenkt. Und jeder, der mir damals zugehört hat, hat uns eigentlich für verrückt erklärt, weil wir der Zeit in etwa 10 Jahre voraus waren von unserer Idee, von unseren Wünschen, wie wir mit unserem Unternehmen umweltfreundlich in die Zukunft weiterlaufen können, um es wirklich für die dritte Generation startklar zu machen. Und da war der Marco der Einzige, nicht nur der Erste, sondern auch der Einzige gewesen, der mir bei den Zielen und bei den Umsetzungen generell über die vielen, vielen Jahre über das ganze Thema Bauanträge, was haben wir noch für Anträge gebraucht, die ganze Netzanschluss. Netzanschluss und so weiter und so fort, über das ganze Genehmigungsverfahren, das mehr wie 4 Jahre gedauert hat, wobei die Bauphase nur 1 Jahr war. Und wir wollten umweltfreundlich sein und hatte auch Ideen im Kopf, nicht über die KW-Zahl, sondern nur über die ungenutzte Fläche, über alles, was möglich ist, in sparsame, günstige, grüne Energie umzusetzen, um weiter in die Zukunft reinzukommen. Das Thema Strom war auch vor der Ukraine-Krise lange Zeit zuvor jedem irgendwo bekannt. Das wird teurer und es wird schwerer, an die Energie ranzukommen und wir müssen auch irgendwo einen gesunden Fußabdruck hinterlassen. Die Basis da drin ist mal grundsätzlich einfach immer, welches Potenzial gibt ein Unternehmen her? Und was steckt eigentlich an Kraft, an Power, an Energie drin? Das ist so, wie man einfach auch allgemein zusammenwirkt in der Gesellschaft, im Sport und einfach sagt, wie agieren wir denn miteinander? Und so ein Potenzial eben auf der einen Seite präsentiert zu bekommen, auf der anderen Seite aber auch zu erkennen, was kann man alles tun? Dieser offene Dialog, ich glaube, das hat dann wirklich so die letzten Jahre geprägt, zu sagen, wir testen, wir evaluieren mal alle Möglichkeiten im Markt durch, was könnte gehen, fängt eben an. Das Einfachste war natürlich, den Strom anzupacken, den Strom selbst zu produzieren. Und ich glaube, der Unternehmer in der heutigen Zeit, Axel, ist auch etwas, der muss sich öffnen zu sagen, was ist zwar meine Kernwertschöpfung, aber was muss ich vielleicht tun, um meine Wertschöpfung noch zu erweitern?
Und da glaube ich, gehört Energie in welcher Form auch immer selber zu produzieren genauso dazu. Wir befinden uns hier gerade im Zentrum des Ausbauenergiesystems bei Paletten-Kölz im Herzen, dem Batteriespeicher. Batteriespeicher ermöglicht die Flexibilität von Erzeugung und Verbrauch zu optimieren. Und hier haben wir eigentlich einen ersten Ausbauschritt super erreicht. Ich denke, das bringt dich als Unternehmer auch weiter. Die Autarkie, das Einfangen vom Sonnenlicht, Umwandeln in Strom, was wir früher aus der Steckdose geholt haben, Kosteneinsparung, das Wiedergeben in die Mobilität, E-Mobilität, ein E-LKW, sieben elektrisch angetriebene PKWs, die ganze Gabelstaplerflotte ist mittlerweile voll elektrisch unterwegs. Wir waren mit dabei, führend die erste 7- und 9-Tonner Gabelstapler in der Größenordnung elektrisch zu bekommen. All das ist mit dem zusammengewachsen durch diese Solaranlage, was wir heute energiefreundlich, energiegünstig beziehen dürfen. Das sind unsere Fortschritte, die wir dadurch gemacht haben. Ich glaube, das war ja auch ein Schritt, das immer mehr Vertrauen bei dir geschaffen hat, als Unternehmer zu sagen, auch keiner kann sich vorstellen, aber dass LKWs künftig rein elektrisch fahren, heute für viele noch unbegreiflich. Aber die Technik hat sich so weit entwickelt, die Speichertechnologie, dass auch das ja der nächste Schritt ist, wo es jetzt reingeht bei dir mit dem E-Trailer-Thema. Also die Anhänger von LKWs hinten mit Batterie ausgestattet. Ich denke, das wird ja ein riesen Meilenstein im nächsten Step für dich. Ne? Und die dann noch durch eine weiter ausgebaute Solaranlage, die im dritten Step oder vierten Step, wie wir es auch nennen wollen, erfolgt, dass wir auch die wiederum bedienen, versorgen können mit Kraftstoff, um wiederum, obwohl wir schon mit LNG-Fahrzeugen 95% CO2 gegenüber einem Dieselfahrzeug einsparen, kommt der nächste Schritt ganz stark dazu, dass wir von den 95% nochmal 100% wegnehmen, weil wir die E-Trailer mit dem Kraftstoff Sonne auch wieder bedienen, versorgen können. Was man hier natürlich auch merkt beim Batteriespeicher, das in der heutigen Weiterentwicklung von Energiesystemen als Herzstück ist, war das genau die Aufgabenstellung vor 8 Jahren zu sagen, wie geht das eigentlich, wie können wir uns in die Zukunft bewegen? Und der Batteriespeicher ist im heutigen Energiesystem eigentlich das Herzstück, das die Flexibilität bringt, zu sagen, ich kann alles weiterentwickeln, aber ich habe ein zentrales Stück, das mir das eigentlich ermöglicht. Das Thema Nachhaltigkeit ist mir persönlich so wichtig. Wir produzieren eine Holzpalette, keine Kunststoffpalette, aus dem Rohstoff Holz, aus der Mutter Natur. Und was können wir da noch weiter tun, außer so eine CO2-freundliche Palette produzieren? Der ganze Umlauf, alles was mit der Palette zu tun hat, noch CO2 umweltfreundlich, nachhaltig darzustellen. Auch für die Zukunft, für unsere Kinder, für unsere Jugend, dass wir dort überall einfach eine Nachhaltigkeit bringen. Mir ist die Nachhaltigkeit so wichtig, weil ich sehr dankbar bin für das, was wir haben. Und die Grundlage für das, was wir haben, ist natürlich einfach die Welt, ist die Natur, ist das, was gegeben ist. Und spannend ist an der Nachhaltigkeit, dass die Energie in der Natur da ist. Wir müssen sie einfach besser nutzbar machen und das sehe ich als meine Hauptaufgabe. Wir echt anders. Wir echt anders von eurer Variante im Fußballsport. Wir echt anders von der Situation, dass wir Paletten herstellen, umweltfreundlich, CO2-freundlich. Und wenn ich dir vorgreifen darf, Marco, du echt anders, weil du so bist, wie du bist. Echt anders. 24 Stunden erreichbar, 24 Stunden lieferbar. 24 Vollgas, echt anders, aber echt anders durfte ich ja dich kennenlernen und echt anders heißt bei uns, Lösungen zu suchen, wo wir heute vielleicht noch gar keine sehen. Echt anders. Das war sie, Folge Nummer 2 von Hautnah mit spannenden Einblicken bei Kölz Paletten zu erneuerbaren Energien. Wenn es euch gefallen hat, liken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.